Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. In der letzten Folge waren wir hier in dem Keller stehen geblieben, wo es von Infizierten nur so wimmelt. Und zwar haben wir versucht den Generator zu starten, worauf hier die ganze Pilzköpfe auf einmal aufgetaucht sind und uns versucht haben das Leben schwer zu machen. Dann sind wir hochgegangen, haben uns die Schlüsselkarte geholt, um dort erstmal Vorarbeit zu leisten. Weil wenn ihr das nicht machen, dann kommt bei der Passage jetzt richtiges Problem. Dann habt ihr wesentlich mehr Kampf gegen Infizierte, wenn ihr das nicht machen. Und zwar habe ich das gemacht, damit ich schnell durchrutschen kann, um so wenig wie möglich gegen die Infizierte hier im Dunkeln kämpfen zu müssen. Und zwar ist die Sache, dass du der aufgemacht werden musst, durch die man abhauen kann. Und die wird durch den Stromgenerator hier gespeist. Und wenn man vorher an der rittelt und vorher die Karte probiert, ohne dass Saft drauf ist, dann kann der Joel schon mal sagen, ah nee, ich brauche hier Strom. Und dann kann man einfach durchschluppen, wenn man dann wieder da ist. Und jetzt wird's richtig, richtig hart von meinen alten Nerven. Puh, ich muss mich jetzt erstmal drauf gefasst machen, was kommt. Und schnapp mal am besten ein Molly, falls irgendein Vieh kommt, dass ich das Biest abwerfen kann. Und jetzt starten wir das Ding und rennen, was es Zeich hält. Müssen wir aber warten, bis es da ohne ist. Können dann Dreieck drücken. So, nochmal Dreieck drücke und halte. Und dasselbe Spiel hier. Jetzt haben wir Saft drauf. Und jetzt wird gerannt, was das Zeug hält. Weil jetzt überall Infizierte kommen. Aber fort mit uns. Da kommt schon einer. Ich will nichts mit dir zu tun haben, Kerl. K3. Und uff, aber durch, Mann. Dass du da noch so durchzippeln kannst, ich sag das. Du hat doch der Teufel in der Garde geschissen. Ach, so viel dazu. Ich muss zu Ellie. Ja, super. Zum Glück hat uns nur ein Klicker angegriffen, weil du spawnen jede Menge Klicker und auch Bloater, Anna. Deswegen, ich kann's euch sagen, ich bin gerade so froh, dass die Passage hier rum ist. Das ist immer ein Gezuppel und ein Gezappel. Ah, na. Dann sind wir jetzt hier wieder in so einem kleinen Ruheraum. Naja, je nachdem, ob man Klo als Ruheraum bezeichnen will. Aber ich habe es eigentlich eher so gemeint, dass wir hier jetzt wieder eine kleine Erholungspause haben. Und können hier nochmal in aller Ruhe uns umgucken. Und haben sogar nochmal was sehr Lustiges vor uns. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ah, na. Das war jetzt wahrscheinlich, weil ich im L1-Spurtmodus war. Hat er dann die der nicht normal aufgemacht, sondern aufgedreht. Dann gehen wir hier nochmal rein, holen Werkzeugdealer. Schnappen uns so nochmal Zeug, wenn wir es kennen. Nee, können wir was basteln? Können wir auch nicht. Und 75 Pille haben wir derzeit zur Verfügung. Wunderbar, dann geht's do eigentlich weiter. Aber das Lustige in Anführungszeichen, was ich euch versprochen habe. Nochmal Pille, sind wir jetzt bei 80, super. Wäre, dass wir hier, tada, wieder eine Werkbank haben. Siehst du, wir können hier wieder lustiges Zeug basteln. Postapokalyptische Reparatur. Na, gucken wir doch mal, was es Schönes gibt. Wir könnten unser Jagdgewehr auf Motze. Aber warten wir mal. Ich muss mich gerade nochmal umgucken. Manchmal gibt es bei solchen Passagen halt auch nochmal Werkzeugstufe, die man abgreifen kann, die ich eventuell übersehe habe. Ich gucke mich jetzt gerade nochmal zur Sicherheit um. In dem Lagerraum war nichts. Da sehen das mal. Ein paar von den Dinger wie die optionale Gespräche oder die Witze mit der Ellie habe ich parat. Aber bei deiner Werkzeugstufe bin ich mir oft nie so sicher. Und ich habe immer irgendwie Schiss, dass ich Ellie vergesse. Aber nee, wir haben anscheinend keine Werkzeugstufe. Wäre vielleicht auch ganz gut so, weil sonst käme man mit dem Basteln nämlich hinterher. Okay, dann an die Arbeit. Genau, gehen wir an die Arbeit. Jagdgewehr, wie gesagt, nicht so berauschend, was man machen kann. Aber mit 233 Dealer, da können wir schon was machen. Machen wir das Nachladetempo ein bisschen besser. Könnten den Bogen noch verbessern, könnten aber auch unseren Revolver verbessern. Das sehe ich ja gleich mal Sache mit der Schussfolge. Und mit dem Nachladetempo. Super, dann können wir erst ab der nächsten Stufe, ab 3 weitermachen. Oder nee, ab der nächsten 2, glaube ich. Ich glaube, wir sind Werkzeugstufe 2. Dann könnte man die Schrotflinte verbessern. Ein bisschen mehr Magazinerei. Ah nee, Quatsch, geht erst ab der nächsten. Aber den Rückstoß können wir verbessern. Nachladetempo steigern wir 8-mal. Super. Dann ist die Schrotflinte, ach so weit, am besten gemacht. Das Jagdgewehr ist am besten gemacht. Bogen brauche ich eigentlich nicht so häufig. Deswegen die Sache, wir verbessern erstmal unser
9mm mit mehr Magazine drin. Können wir sogar nochmal eine aufsteigen. Das ist ein bisschen schneller. Nochlädt das Ganze. Ja, steigern wir sogar bis zum Maximum. Dann sind wir soweit durch. Was wir machen können. Hätten eigentlich fast alles aufmotzen können, wenn wir noch ein bisschen mehr Werkzeugteile gehabt hätten. Hätten wir auch hier nochmal die Ziehgeschwindigkeit verbessern können. Und wir hätten hier nochmal die Schussfolge verbessern können. Aber unsere kleine Waffe, unsere Pistolewaffe sind soweit eigentlich schon richtig gut. So geht es doch. So sehe ich das doch. Ach, wunderbar. Dann geht's weiter in der Geschichte. Wir marschieren hier in den Raum rein. Aber hier trete ich dir jetzt mal nicht auf, sondern marschiere hier. Und wir schleichen hier wieder. Weil jetzt kommen wieder so ein paar kleine Schere-Schleifer. Na los doch! Erwischt! Gut gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Hab da Glück gehabt, Buwer. Schwärmt aus. Und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Ja, die müssen sich ja immer mal wieder um ihr Revier kümmern, ist ja völlig klar. Aber ich würde mal sagen, gebisse Woche heit nicht. Erwürgt Woche heit schon. Der sieht uns nicht von dahinter. Nichts passiert. Der Klicker hat ja was dabei gehabt. Nee, da gehe ich auch nicht so nah dran an den Bursche. Waschen wir uns wieder um. Da drüber ist einer. Dann tät ich aber auch Sache. Komm, egal. Die schnappen wir uns so. Hey, hey, ah. Schade, das wird immer nicht getroffen. Weichen wir uns um. Aber ihr habt jetzt vielleicht erklärt, dass der Kurufe hat. Er hat eine Knarre. Und dann ändern die auch ihr Verhalten. Und der versucht jetzt herzukommen. Zieht seine Waffe. Und ich kann den in seiner Deckung abknallen. Okay. Dann probieren wir es trotzdem nochmal mit dem Jagdgewehr. Weil das setzt sich irgendwie zu wenig ein, finde ich. Der hat nichts bei sich. Da marschieren auch noch, glaube ich, zwei Buwe rum. Um die wir uns kümmern müssten. Das Wächer. Aha. Ja, die sind jetzt wieder im Suchmodus. Alles klar. Da ist einer. Der ist gepanzert. Stenzel. Ja, den haben wir erwischt. Und der letzte von denen, sozusagen the last of them, den schnappen wir uns mit der Pistole. Du dürft das sitzen? Ja, hab ich dich. Hab ich dich jetzt her. Und nee, die dürfen ich nicht in den Nahkampf rennen. Der hat sogar 3 Auskalter. Jo, wunderbar. Dann haben wir das Gebiet wieder zur freien Verfügung, damit wir uns hier umgucken können. Aber ich finde immer bei dem... Ah, super, da ist was zum Heilen. Schöne Müsli-Riegel, den wir uns neid zwirbeln. Und ich finde, wie gesagt, bei dem leichten Modus, da kann man als auch mal wirklich Munition vergeuden, indem wir da offene Kampf suchen. Gucken wir uns hier nochmal um, was die Kerlche bei sich gehabt haben. Falls sie was dabei gehabt haben. Der hat einen Basie bei sich gehabt. Und sonst hat er nichts mehr parat. Der Kerler, super, der hat Gewehrmunition. Dann wären wir da wieder bei 6er. Gucken wir uns da nochmal um. Finden aber auch nichts Großartiges hier. Und gucken uns nochmal hier in dem Bereich hier nochmal um. Nur ein Rieslingflasch. Scheint wohl so Launch gewesen zu sein oder sowas. 5 Werkzeugdealer, die nennen wir doch liebend und dankend mit. Da geht's dann hier nochmal eigentlich weiter. Und zwar holen wir uns hier die Leder und gehen da hoch, damit wir wieder so schnell wie möglich mit der Ellie vereint werden. Können wir hier ablecken und dann kraxeln wir da mal hoch. Ohne Videosequenz. Zumindest noch nie, wo ich aktiv was machen kann, aber nur durch Knöpfe drücken. Zwar versucht uns der Baraba hier in der Pfütze zu ersäufen, aber wir wollen dann nicht, dass wir so verrecken, das wäre ja ziemlich elendig. Kennen aber leider nur Knäpple-Tricke und versuchen an die Wachtrad zu kommen, bevor wir hier verenden. Ah, komm schon. Und jetzt kommt die Videosequenz. Den habe ich ja voll erwischt, hm? Ja, allerdings.
Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ja, nachdem die Ellie jetzt ihren ersten Mensch auf dem Gewissen hat, war der Joel dann doch nicht gerade sehr dankbar davor, dass er das Leben gerettet gekriegt hat. Und da liegt er. Und wir gehen weiter. Zwischendrin erstmal arg spannend die Situation. Ah, hoppla. Das war jetzt dumm von mir. Ich habe jetzt die Aktionstaste gedrückt, statt X zu drücken, um da hochzuklettern. Dann gehen wir erstmal weiter. Aber jetzt sind wir wieder mit der Ellie vereint. Und jetzt geht's wohl hier in der offizielle Auditoriumsbereich hier. Wo anscheinend auch Präsentationen durchgeführt worden sind. Kennt man ja auch von Hotels. Die haben immer so Versammlungsräume, wo man auch irgendwelche Arschbrocher halten kann. Und nochmal Meetings halten von Firma. Und dann gehen wir erstmal hier rein, um uns nochmal ein paar Sachen zu greifen. Die man auch nur erreichen kann, indem man jetzt denkt, oh nee, da komme ich ja sowieso nicht hier. Aber dasselbe wie in der Hotel-Lounge. Man geht jetzt hier. Bleib da, okay? Kann einfach so gehen. Na, Joel. Ja, die Ellie ist ein bisschen argfresser von dem, was er halt so sagt. Er traut ihr wohl nichts zu und will sie beschützen und lässt deswegen nichts machen. Schon so eine Art Vaterkomplex, den er da hat, dass er halt bei einer Tochter oder bei so einem Tochterersatz halt übervorsichtig ist. Der Claire darf ja nichts passieren. Gucken wir uns hier nochmal, was wir da haben. Alkohol und Lumpe haben wir schon voll. Geht leider nimi. Baseballschläger, Schere. Dann müsste eigentlich hier auch noch was geben. Und zwar, na, haben wir es dann nicht. Eigentlich müsste hier was liegen. Und damit, ah ja, da ist es doch. Und zwar ein Comic. Akkretion. Savage Starlight. Akkretion. Oder Accretion. Drehen wir mal um. Ist es sechster. Wir haben angefangen mit dem ersten, was wir gesammelt haben. Ja, so spannend scheint es wohl weiterzugehen. Da könnte man durchs Lesen auch immer erfahren, was so in den Dinger abgeht, damit man so immer einen Überblick hat, worum es bei dem Ding eigentlich geht. Muss man nicht machen, habe ich beim ersten jetzt leider auch vergessen. Aber könnte ich ja mal eigentlich noch holen. Gehen bei der Sammelobjekte da rein. Und das erste, was wir haben, war Desto. Genau, das haben wir ja gefunden in Pittsburgh. Drehen wir mal um und lesen mal. Scheint dann auch um Reise im Weltall und um Aliens zu gehen. Das ist das, was die Ellie beim Bill gefunden hat. Noch umdrehen. Ah, das war's dritte. Ja. Scheint doch recht spannend, die Handlung zu sein für jeden Sci-Fi-Fan. Och, schmoll doch nicht, Mädel. Komm, wir gehen weiter. Er tut sie doch immer so ein bisschen läd, wenn sie da sitzt und schmollt. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Och. Ich hasse das. Ja, der Joel hat ja selber Tochter gehabt. Der weiß, wie Mädle da sein können, aber ich glaube, ein Bu, die da wahrscheinlich auch nicht anders reagiere. Ein Bu wäre wahrscheinlich noch arg gepisster da, als die Ellie jetzt ist. Aber ja, es ist halt ein bisschen blöd jetzt die Situation zwischen den zwei. Ein bisschen arg gespannt. Ich habe jetzt nochmal das Schild umgedreht. Dann gehen wir hier nochmal in die Damentoilette. Gucken wir uns mal, was es hier noch gibt. Und zwar ein Firefly-Anhänger. Den holen wir uns auch mal an. Kobe Reed. Wissen wir auch wieder Bescheid. Hier gibt's nichts mehr. Nee, alles voll aus meinem Inventar. Och, Mädel, steht doch nicht so rum. Es tut mir immer so ein bisschen leid. Und da hier, da hat man doch noch Jagdgewehrmunition, super. Und Jagdgewehr, einzelne Patronen hätten wir auch noch gehabt, aber es ist jetzt auch wieder voll. Deswegen war es so vielleicht ganz gut, dass ich mal so ein bisschen mit dem Jagdgewehr geschossen habe. Damit da auch nochmal was passiert. Weil ich mag ja die Waffe relativ ausgelastet probiere. Und
Benutzer.